Und wenn du 10 Kinder hast und alle von den Kindern sind in der Pflegefamilie oder im betreuten Wohnen oder so, dann kann man sich da schon generell mal die Frage stellen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Ja. Wie machst du quasi jemandem klar, dass du mal nicht in der Lage warst, wichtige Entscheidungen zu treffen, und jetzt willst du aber die wichtige Entscheidung treffen, dass das nicht jemand anderes mehr für dich machen soll? Ja. Wie erklärst du das überhaupt jemandem? Wir haben gerade besprochen, Elias hat Ahnung von der Thematik. Nicht nur, weil er Psychologie studiert hat, sondern weil er auch selbst in, sagen wir, ich nenne es jetzt mal ein im Spirit sehr ähnlichem System groß geworden ist. Also ja. Da wird Leuten, die aufgefangen werden müssen, werden dort aufgefangen, bekommen da ein neues System, in dem sie sich integrieren können. Und wir gehen jetzt rein in das Video von MDR Investigativ, beziehungsweise hier oben steht noch Exactly, das seht ihr jetzt exactly. Nicht. Exactly. In das Video im Krisenmodus, erwachsen werden im Jugendhaus, Doku Exactly. Ja. Gehen wir mal rein, gucken, was die zu sagen haben. 30 Minuten sind vor uns. Wir werden da bestimmt wieder entspannte 1,5 Stunden draus machen. Ach, Quatsch. Lehnt euch zurück, holt euch einen Tee und let's go. 4 junge Menschen. Fröhlich, cool, aber auch kaputt. Ich habe halt viele Zigaretten an mir ausgedrückt. Ah, kaputt durch. Triggerwarnung an der Stelle, sorry hierfür. Anscheinend geht es auch um nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten, mentale Probleme. Ich weiß nicht darüber hinaus, ich habe es nicht gepre-watched, aber wenn ihr euch gerade in der Verfassung fühlt, wo ihr sagt, das sind nicht so die Themen, mit denen ich mich jetzt gerade auseinandersetzen möchte, ist mir gerade zu krass, schaltet später wieder ein, wenn das durch ist oder zu einem anderen Stream. Das möchte ich hier an der Stelle nochmal gesagt haben. Verhältnisse, in denen sie aufwuchsen. Einfach aufgrund unseres Lebenswegs, den wir bis hierher gegangen sind. Ansonsten wären wir jetzt nämlich nicht hier. Ich war zwischendurch mehr oder weniger obdachlos. Also ich habe dann im Obdachlosenheim gelebt. Ich bin auch nie länger als ein halbes Jahr zu Hause geblieben, weil ich dann immer entweder in der Klinik war oder im Heim war und dann war wieder zu Hause. Und das ging halt immer so weiter, bis ich dann halt älter wurde. Leon, Lisa, Metin und Justin. Nun leben sie im Jugendwohnhaus Leipzig, einem in Ostdeutschland fast einzigartigen Wohnprojekt. Stellt euch vor, die Kindheit ist vorbei, ihr seid gerade volljährig geworden, wollt nur noch weg von zu Hause und landet in der Obdachlosigkeit, in Abrisshäusern wie diesem hier. So war es bei Metin. Und auch Lisa und Leon waren obdachlos, als sie 18 wurden. Wie kann es weitergehen im Leben junger Menschen, wenn das Elternhaus nicht mehr funktioniert in dieser ganz besonderen Lebensphase? Und auch das Jugendamt nicht mehr zuständig ist. Das, was ich tatsächlich auch mit als am kritischsten sehe in dieser Struktur Kinder- und Jugendhäuser oder Wohngruppen, ist tatsächlich, dass du mit 18 sehr, sehr stark auf dich zurückgeworfen bist. Du hast häufig eine Struktur auch, wo du noch eine Betreuung haben kannst oder wo du auch Unterstützung bekommst. Aber das, was viele einfach durch ihre Elternhäuser haben, nämlich, dass sie Support bekommen, finanziellen Support, emotionalen Support, Unterstützung in Prozessen, Ausbildung, wenn man mal Liebeskummer hat oder so. Oder generell in dieser in dieser entscheidenden Phase von ich bin 18, kriegt mein Leben gerade auf die Reihe. Wie ist es überhaupt irgendwie so eigenständig zu leben? Das ist tatsächlich was man früher lernt, auch in solchen Wohneinrichtungen. Aber was ich immer kritisch finde, ist, dass diese Anbindung nicht selten gut klappt. Und wir hatten auch häufig die Erfahrung irgendwie gemacht, dass also meiner Meinung nach, und das ist halt nochmal so ein Spezialthema, es gibt häufig Kinder und Jugendliche, die gesetzlich an der Grenze sind, eine Vormundschaft zu bekommen. Das heißt, du hast, das ist jetzt in dem Fall nochmal was anderes, aber du hast Kinder und Jugendliche, die eigentlich auf eine Förderschule gehen zum Beispiel, die auch eigentlich, die würdest du im ersten Moment nicht so einschätzen, aber die deutliche Lerndefizite haben und denen es schwerfällt, eigentlich ein geregeltes Leben ohne Unterstützung zu führen, aber die an der Grenze sind zu einer gesetzlichen Unterstützung, wenn sie es nicht selber wollen. Es gibt ab einem gewissen IQ-Punkt beispielsweise, ab einer gewissen IQ-Testung eine Verpflichtung für einen gesetzlichen Vormund. Dann würde man zum Beispiel sagen, okay, gewisse Personen sind nicht geschäftsfähig, die brauchen Unterstützung bei Finanzen, die brauchen Unterstützung beim Wohnen, bei generellen Prozessen. Aber es gibt so einen Sweet Spot, so einen negativen Sweet Spot zwischen eigentlich bin ich fit genug, dass es nicht auffällt,
Ja. Aber eigentlich bin ich nicht fit genug für Arbeitsmarkt 1. Ja. Und ich kann mir selber aber auch nicht eingestehen, dass ich eigentlich Unterstützung brauche. Und gerade wenn ich gerade 18 Jahre alt bin, habe ich auch keinen Bock drauf, mir jetzt noch von irgendjemandem was sagen zu lassen. Ja. Und das sind häufig sehr, sehr kritische Prozesse, wo diese Person, mit denen sehr lange gearbeitet wurde, die sehr viel Unterstützung bekommen haben, sagen, ey, ich mache das jetzt hier alleine. Und dann so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Mhm. Also wo man dann auch Stories hört oder auch die verfolgt, wo es einfach keine geilen Lebensverläufe teilweise sind. Und wo das System so ein bisschen die alleine lässt. So, also es gibt für Personen, die eigentlich fit genug sind für den Arbeitsmarkt, wenig dann Anschluss an solche Wohngruppen. Es wird also quasi auch vergessen, einfach, dass nur weil du gerade so fit genug bist, heißt es nicht, dass du jetzt gar keine Hilfe mehr brauchst. Genau. Und dieser, also du kriegst halt nur Unterstützung ab einem gewissen Förderbedarf. Ja. Und dieser Förderbedarf, wenn der nicht erreicht ist, aber du so ein bisschen drüber bist, dann ist es super schwer, alleine eigentlich klarzukommen. Ja. Und in vielen Wohn- und Sozialprozessen hast du auch einfach dann kein Netz, auf das du zurückgreifen kannst. Bei meinem Vater ist es immer so, da kommen immer im regelmäßigen Abstand kommen noch alte BewohnerInnen irgendwie das Haus irgendwie zurück und kommen auch zu, haben auch die Möglichkeit, an Weihnachten oder so vorbeizukommen. Aber das ist halt nicht die Regel. Ja. Dies habe ich mir in Leipzig im Jugendwohnhaus einige Monate lang. Aber wie wird das identifiziert? Musst du dann auch selbst um die Fördermittel kümmern? Normalerweise bist du dann halt in einer Einrichtung oder in einer Betreuung, die das für dich machen. Aber es ist am Ende auch deine eigene Entscheidung. Sobald du bist halt mündig mit 18 auch über solche Prozesse, mit 16 schon. Und du musst dich aktiv dazu entscheiden, so einen Vormund auch anzunehmen. Und ein Vormund ist immer total einschneidend, weil du deine Rechte abgibst an eine Person, die das für dich entscheidet. Und das ist was man erstmal für sich erkennen muss, dass das wichtig ist, wenn man es nicht selber kann. Aber wer gibt denn seine Vormundschaft an Finanzen zum Beispiel ab? Wer sagt denn von sich selber, ich bin eigentlich nicht geschäftsfähig, das ist total der krasse Schritt, das zu machen und erfordert eigentlich schon ironischerweise ein sehr, sehr starkes Level an Selbsteinschätzung. So. Ja, und wie kommst du auch wieder raus? Ne? Also das, ein sehr bekanntes Beispiel von Bevormundung ist ja Britney Spears gewesen, wo ja dann auch das Internet dafür gesorgt hat, dass sie, glaube ich, da nicht mehr drin steckt, zumindest nicht im vollen Umfang. Ich bin jetzt nicht ganz tief drin, wie es geendet ist, aber da kam dann auch immer die Frage auf, naja gut, vielleicht gibt es in einem bestimmten Zeitrahmen deines Lebens, in einer bestimmten Phase Sinn, dass jemand für dich bestimmte wichtige Entscheidungen trifft, weil du irgendwie Sachen durchmachst oder was auch immer. Aber wie kommst du wieder raus? Wie machst du quasi jemandem klar, dass du mal nicht in der Lage warst, wichtige Entscheidungen zu treffen und jetzt willst du aber die wichtige Entscheidung treffen, dass das nicht jemand anderes mehr für dich machen soll? Ja. Wie erklärst du das überhaupt jemandem? Es ist total schwierig und das, was ich eigentlich sagen will, sind wir wieder abgeschweift, ist, diese Phase ist total normal für Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene, dass es Struggles gibt, dass es total schwierig ist. Und häufig sind, wenn du im sozialen System aufgewachsen bist, ist dieses Netz, was du normalerweise in der Familie hast, ist nicht gegeben. Und das kann auch dazu führen, dass du dann halt auf der Straße landest häufig, zum Beispiel, wenn Sachen schieflaufen. Genauer angeschaut. Leon, Metin, Justin und Lisa gehen gemeinsam los zum Einkauf. Ich kriege sonst nie Post, jetzt habe ich drei Kinder. Als wir uns kennenlernen, sind alle gut drauf. Ich habe Glück, sie gemeinsam anzutreffen. Das wird später so nie mehr vorkommen. In den nächsten Monaten werden diese jungen Leute Krisen durchleben und immer mal Termine sausen lassen, absagen, wenn ich sie besuchen und filmen will. Dann bringen sie die Kraft nicht auf oder stecken in einem tiefen Loch. Doch heute nicht. An diesem Tag, kurz vor Weihnachten, wollen sie zusammen kochen, quatschen und einfach Spaß haben. Es gibt, also es hat jetzt damit nichts zu tun, aber es gibt immer diese eine Person, die im kältesten Wetter kurze Hose rumläuft. Big Facts. Als ich jünger war, in der Schulzeit, aber noch so auch ein bisschen früher, war ich auch so einer. Ja. Kurze Hosen waren übel geil, aber mittlerweile raff ich es auch nicht mehr. Hast du auch im Winter immer kurze Hosen getragen? Nee, im Winter, immer so, wenn es so. Es war schon wieder Frühling, es war auch schon einmal warm. Das ist so dann der Tag. Heute würdest du dann quasi. So, genau, heute. Wenn es schon einen warmen Tag gegeben hat, dann hast du das erstmal die kurze Hose raus. Und ab dann ist kurze Hose Zeit. Okay. So, und dann hast du immer Bock darauf. Und selbst wenn es dann wieder kalt wird, ziehst du durch. Aber das ist mittlerweile auch 15 Jahre her. Also.
Ich will das auch gar nicht judgen, ich finde es halt immer nur beeindruckend. Ich finde es auch geil, den Fit, kurze Hose, Mütze. Das ist halt schon Banger auf Fit auf jeden Fall. Was gibt's heute? Heute gibt es Thai Curry. Thai Curry. Oh, geil. Genau. Mit Basmati-Reis. Nice. Vegetarisch oder? Nein, Fleisch. Auf dem Rückweg vom Einkauf erlebe ich Klassenfahrtstimmung. Aufgekratzt und ausgelassen sind sie. Hier in diesem Haus leben die vier. Die werden auch gerade gefilmt, ne? Ja, Partyalarm. Mit den Schuhe ausziehen. Natürlich. Empire Court, ja, schon gut. Schuhe auch. Löcher in der Socke. Das ist so schön, mach ich auch. Und du kannst hier rauchen, wenn du das Fenster aufmachst. Ich habe auch einen Aschenbecher da. Das Jugendwohnhaus, in dem die vier leben, ist was ganz Besonderes. Zwei komplette Miethäuser stehen für junge Leute zwischen 17 und 25 Jahren zur Verfügung. Korrekt. Also wenn das, wo ist das, in Leipzig? Nee. Ich hab's auch nicht genau mitbekommen. Ah, hier übrigens nochmal. Gut, dass es bisher nicht vorkam. Guck mal, die haben sogar die Minuten genannt. Also Leute, es wird um selbstverletzendes Verhalten, Gewalt, Alkohol und Drogenmissbrauch gehen. Okay, also wenn ihr euch da nicht fit fühlt, hört bitte auf. Das sowieso. Aber genau, um das nochmal zu, das ist jetzt nicht die Art und Weise, in der ich gewohnt habe, sondern das sind einfach Jugendwohngruppen, aber übertragen auf über 18-Jährige. Eigentlich, um genau das dem entgegenzuwirken, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Vielleicht kommt das nochmal als Thema. Alleine wohnen, die Tür hinter sich zumachen können und doch nicht allein sein. Das und die Betreuung durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter macht diesen Ort aus. Kaschu schreibt Leipzig. Nein, okay. Jetzt Kaschu, willkommen, aufgepasst, ey. Gut, dass wir Leute haben, die aufpassen. Die vier kochen heute in Lisas Wohnung. Ah, die wohnen alle einzeln, aber... Ja, so habe ich es jetzt verstanden. Wir haben, die haben zwei Mietshäuser, jeder hat da seine eigene Wohnung. Ah, cool. Es ist quasi eine Riesen-WG. Ja. Geil eigentlich, ich mag das Konzept. Geil. Ja, ich finde es auch erstmal cool. Ja, ich bin Lisa, ich bin 20 Jahre alt und ich bin hier, weil ich zu Hause Probleme hatte, verschiedene, ja wie gesagt, ich war ja... Da wohnst du? In Leipzig, glaube ich. Achso, in Leipzig. Sozusagen nicht direkt hierher gekommen, sondern ich war zwischendurch mehr oder weniger obdachlos. Ich habe dann im Obdachlosenheim gelebt für... 2,5 Monate. Und ich war halt damals aber noch mitten in der Abi-Zeit. Reiskocher, wo ist Kaffee? Leon bringt den Reiskocher. Leon hat 10 Geschwister. Seine Mutter war alleinerziehend mit wechselnden Partnern. Zu Hause gab es viel Streit und wenig Liebe, erzählt er mir. Seelischen Druck entlädt Leon bis heute durch Selbstverletzungen. Ich habe halt viele Zigaretten an mir ausgedrückt. Die meisten Wunden sind halt schon gut verheilt. Auch die meisten Zigarettenwunden. Ja. Manchmal habe ich einfach nur das Feuer einfach an den Arm gehalten. Ne? Keine gute Art, das gehen wir mal weiter. Eine Doku drüber zu machen. Ja. Generell wenig, wenn ihr mal eine Doku über Selbstverletzung macht, dann nicht explizit nennen. Beziehungsweise genau, also sagt nicht, zeigt nicht, was passiert ist, zeigt auch nicht und sagt, erzählt auch nicht, wie es passiert ist. Ja. Ja. Alles, was wir jetzt machen können, ist, und das soll jetzt keine Selbstwerbung sein, wir haben ein Video zu selbstverletzendem Verhalten und auch, woher das kommt, was man auch dagegen tun kann. Also da redet man dann über Skills, nennt man das. Also häufig, eine häufige Erklärung, wie es zu nicht suizidalem selbstverletzendem Verhalten kommt, ist, weil sich eine Anspannung in dir aufbaut über eine gewisse Zeit hinweg. Und diese Anspannung dann irgendwann so unerträglich wird, dass Leute, die dann dazu tendieren, diese Anspannung abbauen durch eben dieses Verhalten. Aber diese Anspannung kann man auch durch nicht selbstverletzendes Verhalten abbauen. Da gibt es dann Skills, also da gibt es dann zum Beispiel Dinge, die man in der Hand in der Hand spielen kann. Es gibt diese Ringe, die wir schon ein paar Mal gezeigt haben. Eiskalt duschen, ein Eiswürfel, was auch immer. Chilis, spazieren gehen. Auch Kiesel in den Steinen zum Beispiel. Also irgendwas, was dich halt... Du brauchst schon irgendwo eine, was dich irgendwie nochmal aktiviert, so was du spürst, aber du musst nicht zu selbstverletzendem Verhalten greifen, um diese Anspannung abzubauen. Das ist ganz wichtig, dann diese Skills zu lernen. Ist auch natürlich viel besser, viel nachhaltiger, als dieses Verhalten an den Tag zu legen. Deswegen hört jetzt nicht, wir gucken, dass wir jetzt die Moment überspringen, wo näher drauf eingegangen wird. Und wenn ihr dazu tendiert, dann geht bitte
Sucht einfach auf YouTube nach Skills. Theoretisch haben wir auch auf unserem eigenen Kanal Videos dazu, zu eben diesen Themen. Müsst aber nicht unsere gucken, könnt ihr aber. Sollen wir komplett skippen eigentlich? Ja, Leon, über Selbstverletzung ist schon ein ganzes Kapitel, ne? Und ich glaube, wir haben verstanden, dass er sich selbst verletzt und dass das hart ist. Also wir skippen das, weil die Doku das nicht gut aufbereitet hat tatsächlich an der Stelle. Ja. Warum? Weil selbstverletzendes Verhalten tatsächlich ansteckend ist. Warum ist es da so wichtig, solche Trigger zu vermeiden? Genau deswegen. Und das ist auch was man in guter Absicht falsch machen kann. Ja. Deswegen bin ich auch ein Riesenkritiker, was TikTok-Strukturen betrifft beispielsweise. Jetzt läuft auch kurz Werbung. Aber generell gibt es keinen so richtig guten Umgang damit, mit diesen Themen öffentlich. Schrumpf wieder golden an der Stelle. Habe ich verstanden. Hallo, schön, dass du hier bist. Genau, das ist noch ein altes Video. Also, was ist überhaupt NSSV? Ja, wir haben aber auch noch mit Amira, müsste ich jetzt auch nochmal raussuchen, aber das hier sind zum Beispiel körperbezogene Skills. Ja. Hier haben wir auch nochmal ein Interview mit unserer mit dem Profi quasi im Team zu dem ganzen Thema. Sie ist auch Psychotherapeutin. Genau. Also das ist einfach, das sind nochmal so ein paar Videos, die ihr euch dazu angucken könnt. Hier gibt es auch nochmal zum Skill-Training. Also ihr merkt schon, das ist ein wichtiges Thema. Und genau. Geht einfach auf den Kanal, sucht auf YouTube und vermeidet selbstverletzendes Verhalten. Habe ich nicht? Hab ich schon geskippt? Weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt einfach... Wir gehen einfach mal weiter. Thai Curry duftet schon richtig lecker. Und in Lisas Wohnung wird es jetzt eng. Sehr gut, Shion. Metin ist hochgekommen. Er ist mit 23 Jahren der Älteste der Runde. Und er ist der, der mir eine der traurigsten Kindheitsgeschichten erzählen wird. Also meine Eltern kenne ich nicht. Also ich habe mit meiner Mutter sporadischen Kontakt durch meine Schwester. Sie hat den Kontakt immer noch aufrechterhalten können. Von unseren neuen Geschwistern hat nicht ein Kind bei ihr gelebt. Sie sind alle in Pflegschaft oder geschlossene Adoption gekommen. Was es natürlich für uns auch schwierig macht, unsere Geschwister ausfindig zu machen, das ist eine andere Sache. Das heißt, du hast dein ganzes Leben im Kinderheim verbracht? Pflegefamilien und Kinderheim, ja. Das ist tatsächlich auch ein super spannendes Thema. Und ich weiß nicht genau, wie man da gut drüber sprechen kann. Und was das, also... Es gibt ja immer so diese Diskussion von, Eltern bräuchte eigentlich einen Führerschein, so einen Elternführerschein, aber so dieses Recht auf Elternschaft ist sogar dem Kindesrecht teilweise übergestellt. Mhm. Also auch sowas wie, also das Recht, Eltern zu sein und auch deine Kinder großzuziehen, schlägt teilweise das Selbstbestimmungsrecht der Kinder. Mhm. Und du hast in Deutschland halt keine, also wirst nie eine gesetzliche Struktur schaffen können, in denen du sowas einführst, wie wir brauchen eigentlich einen Elternführerschein oder so. Also rechtlich, ne? Also das steht, das ist juristisch total schwierig. Aber finde ich aber interesting, weil es denkbarer ist, also in manchen Ländern gibt es ja, musst du Prüfungen oder zumindest Kurse machen, wenn du Hunde zum Beispiel oder Tiere. Perfekt, ja. Musst du auch machen, wenn du, also musst du allem Mögliche machen. Musst du machen, wenn du mit Essen umgehst, aber nicht mit Kindern. So. Ja. Das ist tatsächlich was, was aber immer häufiger, also es ist, das, was er so erzählt, ist total typisch. Es gibt so Familien, die sehr viele Kinder haben, wovon alle Kinder gefühlt in den ersten Jahren wegen Kindeswohlgefährdung aus den Familien genommen werden. Mhm. So, das heißt, also ein logischer Menschenverstand würde man denken, okay, nach dem zweiten Kind würde man ja schon irgendwie, also schon vorher, aber man würde schon irgendwie so einen Lerneffekt haben, wo man sagt, okay, vielleicht bin ich als Person nicht die Person, die für Kinder gerade irgendwie zuständig sein sollte oder auch diesen Wunsch haben sollte, vielleicht Kinder zu bekommen und für die zu sorgen oder so, weil offensichtlich ich vielleicht nochmal an mir selber arbeiten muss, damit es meinen Kindern gut geht und ich die nicht in der kontinuierlichen Kindeswohlgefährdung irgendwie dem auslasse. Und dazu muss immer noch gesagt werden, früher, also Kinder aus Familien zu nehmen, ist sehr stigmatisiert, aus gutem Grund, weil es in den 80er, 90ern tatsächlich auch keinen guten Umgang damit gab. Da wurden Kinder viel zu früh aus Familien genommen, es wurde viel zu leicht gehandhabt.
Und deswegen ist es heute unglaublich schwierig, auch Kinder aus den Familien zu nehmen, teilweise auch zu schwierig. Und es muss schon sehr krasse Gefährdung vorliegen, damit das irgendwie stattfindet. Und wenn du 10 Kinder hast und alle von den Kindern sind in der Pflegefamilie oder im betreuten Wohnen oder so, dann kann man sich da schon generell mal die Frage stellen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Ja. Schrooms hat auch noch einen wichtigen Punkt gesagt, ne? Bei Kindern gibt es das auch, diesen Führerschein, wenn du sie halt adoptierst. Ah ja, true. Aber wenn du sie selbst machst, und dann ja, es ist, also, es ist ja super schwierig. Dann gibt mir der Staat mal vor, das Fortpflanzungsrecht einzuschränken oder so. Ja. Also das ist ja auf einer juristischen Ebene ist das auch undenkbar. Und das nimmt auch so ganz komische Züge an, wo ich auch nicht möchte, dass der Staat entscheiden kann, wer Kinder bekommt und wer nicht so. Außer aber, man adoptiert halt zum Beispiel. Also es ist, aber ich verstehe, also da spielen verschiedene Sachen mit rein. Gleichzeitig gibt es Momente, wo das vielleicht schon das Beste gewesen wäre, aber man weiß halt nicht, wie man es als Regel umsetzt. Ja, gibt's ganz viel. Also ich hatte mir als Kind, hat mich das unglaublich frustriert, auch als Jugendlicher, wo ich das Gefühl hatte, wir hatten verschiedene Kinder bei uns im Kinderhaus und die waren bei uns und du wusstest schon, die Eltern der Kinder sind gerade wieder schwanger. Und du wusstest, die Kinder werden die Nächsten sein, die bei uns ankommen. Ja. Und das war dann auch so. Ja. Und das ist halt... Ist halt scheiße. Ja. Vor allen Dingen, was ist halt, also jedes Leben ist lebenswert und ich will, also das ist eine moralisch-philosophische Frage, die ich jetzt auch gar nicht diskutieren möchte, aber es ist unglaublich schwierig, finde ich, von außen so zu betrachten, wie Eltern ihrer Verantwortung da nicht gerecht werden und Kindern auch von Anfang an durch gewisse Strukturen ihr Leben verbauen oder es denen massivst erschweren. Ja, also ich bin da ganz bei dir. Auch nicht einfach zu lösen, sonst wäre es ja schon gelöst. Aber solange es dieses Problem noch gibt, muss man gucken, wie bekämpft man quasi die Symptome davon und da gucken wir es. Weißt du, was noch ein spannender Effekt ist zu diesem ganzen rechtlichen Thema? Dieses Recht, das Kinder, also dass Eltern das Recht auf Elternschaft haben, ist so hoch angesiedelt, dass du in der Rückführung auch das, was ich angesprochen habe, Elternrecht schlägt Kinderrecht. Das heißt, das Recht auf die Eltern, die Kinder bei sich zu haben und zu erziehen und großzuziehen, steht auch über dem Wunsch der Kinder, wenn es darum geht, eine Rückführung zu haben. Du hast häufig das Szenario, dass Kinder in Pflegefamilien beispielsweise kommen. Und Kinder werden nur, oder es wird immer häufig geguckt, dass die Pflegefamilien den ähnlichen sozioökonomischen Status haben wie die Eltern, aus dem Grund, dass Kinder im Zweifel einer Rückführung nicht frustriert sind mit der Rückführung auch, weil die Kinder in dieser Struktur häufig weniger zu sagen haben auch. Also die können nicht immer darüber entscheiden, ob sie dann zu den Eltern zurückgeführt werden oder nicht. Ja. In einem gewissen Altersrahmen. Und das würde dann bedeuten, dass wenn die eigentlich, also die könnten sagen, okay, ich möchte hier eigentlich bleiben, ich finde es hier cooler. Und das, wenn die Eltern aber wollen und das auch rechtlich strukturiert ist, dann werden die zurückgeführt. Bis er 4 war, lebte Metin bei seiner Oma. Als die starb, wurde er immer weitergereicht. 3 Pflegefamilien und 3 Heime waren seine Stationen, bis er 18 wurde. Mit solch einer Kindheit Bindungen und Selbstvertrauen aufzubauen, erscheint mir fast unmöglich. Während wir essen, denke ich über die Schicksale der 4 nach und habe so meine Schwierigkeiten, die gute Stimmung jetzt hier und die harten Lebensgeschichten der Jugendlichen zusammenzubringen. Und dies ist der Jüngste der Runde. Ich bin Justin, 19 Jahre alt und komme aus Leipzig. Ich bin hierher gekommen, weil es zu Hause ziemlich Probleme gab, finanziell auch viele Probleme. Ich musste immer die Hälfte meines Lohns immer abgeben und dabei wurde nur zur Hälfte wahrscheinlich die Miete bezahlt. Wir waren dann noch von Arbeitsamt abhängig, wir haben Hartz IV gekriegt und ich musste halt immer einen Teil von meiner Mutter abgeben. Als die Mutter dann die Wohnung auflöste und wegzog, stand Justin plötzlich vor einem Berg von Schulden. Schulden, die seine Mutter angehäuft hatte, erzählt er mir. Also hätte ich nichts von diesem Projekt gewusst und alles mit der Jugendhilfe und die Situation mit meiner Mutter bleibt ja natürlich aus.
Ich wäre dann natürlich wahrscheinlich am Anfang, wo ich hergezogen bin, am Arsch gewesen. Auf gut Deutsch. Das ist halt geil auf den Punkt gebracht, weil das ist so bei vielen Anlaufstellen oder Projekten oder generellen Strukturen das Problem. Eigentlich musst du wissen, dass sie existieren. Ne? Ist auch so dieses, das beste Beispiel ist dafür eigentlich, welche Rechte hast du eigentlich als alleinerziehende Person zum Beispiel auf Gelder zuzugreifen. Es gibt ganz viele Förderstrukturen und ganz viele Rechte, auf die du Geld, auf die du Anrecht hast. Du musst sie aber aktiv einfordern. Ja. Und das ist total komplex. Ich habe mal eine Debatte gesehen, wo das genau Thema war, wo dann immer gesagt wurde, ja, wir haben ein Riesenproblem. Nee, haben wir das nicht gemeinsam geguckt? Ich weiß es gar nicht. Doch, haben wir, glaube ich, oder haben wir zumal geguckt. Ein Riesenproblem damit, Gelder, die eigentlich Leuten zustehen, auch an die Leute zu bringen. Mhm. Die müssen das nämlich aktiv einfordern und viele Gelder in diesen Töpfen werden nicht aktiv eingefordert, obwohl Leute dafür berechtigt wären, diese sozialen Unterstützung auch zu erfahren. Und meine Logik wäre immer so, hä? Warum machen wir das nicht automatisch? Ja. Ihr wisst, wer dafür berechtigt ist, schickt denen doch Geld. Ja, aber das ist ein allgemeines Ding in Deutschland, dass du halt so eine schlechte Datenstruktur hast und so viel, also das ist halt dieses klassische Bürokratie-Thema in Deutschland, solange da nicht 35 Dokumente ausgefüllt wurden, fließt da auch erstmal kein Geld. Und in Deutschland ist ganz häufig das Mindset so, wir gehen vorher ganz, ganz sicher, dass alles fix ist, damit später nichts passieren kann. Dafür dauert alles 30 Jahre und die Hälfte nimmt es nicht an. Ja. Anstatt dass man sagt, wir machen erstmal und die wenigen Fälle, wo dann was schief läuft, da kann man dann nochmal gucken, was man macht. Also, keine Ahnung, das kam jetzt als Beispiel noch in den Kopf. Ich höre den Podcast Lage der Nation sehr viel. Und da war das auch das Thema mit Arbeitsstrukturen bei Geflüchteten. Mhm. Wo man sagt, die Leute, die geflüchtet nach Deutschland sind, hier eine Aufnahmeberechtigung haben, was auch immer, da dauert es im Zweifel Jahre, bis sie eine Ausbildung oder eine Arbeit anfangen dürfen, bis die ganzen Sachen nachgewiesen sind und was auch immer. Aber wir jetzt ja auch einen Arbeitskräftemangel haben. Und da nicht das Mindset in Deutschland ist, wir lassen die jetzt erstmal arbeiten und im Zweifel kann man dann nochmal checken, also da geht es jetzt nicht um, dass die Leute Ärzte sind und dann dürfen die ohne Erlaubnis Leute aufschnibbeln oder sowas, sondern da geht es einfach um halt häufig auch Arbeit auf dem Bau oder sowas, wo man die einfach on the job anlernen kann, wenn sie es eh nicht schon können. So, und dann statt, dass du sagst, und auch die Unternehmen sagen, wir wollen die einfach arbeiten lassen, so ist doch fein, musst du ewige Strukturen durchlaufen, bis du da irgendwann die Erlaubnis bekommen hast, bis du arbeiten kannst. Und ähnlich ist es bei sowas, wenn du dann sagst, warum schickt ihr das Geld nicht? Das Geld ist eingeplant, das ist im Budget, ihr habt es da, das liegt nur rum. Ihr würdet so vielen das Leben erleichtern. Warum muss man von euch wissen und dann 35 Papiere ausfüllen? Vielleicht machen wir dazu nochmal einen Stream tatsächlich zu solchen Themen. Okay, gucken wir mal weiter. Weiter geht's. Ich wüsste da gar nicht, was ich tun sollte. Aber zum Glück gibt's dieses Projekt. Dank dieses Projekt und dank dieser Betreuerin haben sie mir auch was beigebracht, was ich eigentlich gern von meinen Eltern beigebracht hätte bekommen müssen. Das Synchronhaus als Rettungsanker für in Not geratene junge Menschen. Justin hatte von Sozialarbeitern von diesem Projekt erfahren. Andere wurden durch Jugendämter oder Therapieeinrichtungen vermittelt. Oder durch Krisenchat. Wir haben auch so Informationen lokal. Ich weiß nicht, ob wir so spezifische Angebote haben, aber wir gucken immer individuell, was gibt es für Strukturen, für Anlaufstationen. Die prüfen wir auch alle. Wir haben so ein ganzes System, wo wir ganz viele Anlaufstellen auch immer von unserer Seite aus geprüft haben. Und da können wir auch immer helfen, tatsächlich bei solchen Sachen. Die Warteliste ist lang. Tja, das sind die vier. Lisa, Leon, Metin und Justin. Wie war es bei euch? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt uns bitte eure Geschichten hier in die Kommentare. Hey. Sicher? Das bewirkt doch gar nichts. Eine Woche später. Ich habe mal die Vogelscheiße von der Palatte-Runde gemacht. Weihnachten ist seit gestern vorbei. Zum Glück. Feiertage sind für diese Jugendlichen Krisenzeiten.
Ihre Familien sind zerbrochen, Vater und Mutter stehen als liebevolle Eltern nicht zur Verfügung. Was bleibt, ist die Ersatzfamilie der anderen aus dem Jugendhaus. Heute ist Sarah dabei. Sie ist erst vor 2 Wochen ausgezogen. Das war schwer. Hast du geweint, als du? Ja. Aber nicht wirklich so. Es war aber kurz davor so, weil ich war schon eine lange Zeit hier und meine Sozialarbeiterin ist auch schon für mich sehr Familie. Also für mich ist sie Familie. Ja. Heike ist meine zweite, also Vertretung quasi, und die andere ist Susanne. Ja. Kennst du die? Die ist toll. Die ist so wie so eine Ersatzmama für mich eigentlich gewesen. Das. Da merkt man auch, wie krass eigentlich diese Rolle ist, die die Leute da einnehmen in ihrem Job, ne? Ja, klar. Also du hast den maximalen Impact auf das Leben einer einzelnen Person. Ja. Echt krass. Ich würde mich ja beim Rundlauf da bei Regen komplett auf die Fresse legen, ne? Habe ich mir gerade gedacht. Das sind sie. 3 von 6 Betreuerinnen und Betreuern. Susanne, Heike und der Chef des Jugendhauses, Guntram. Er hatte vor 30 Jahren in Leipzig mit der Jugendarbeit begonnen. Naja, wir haben angefangen und haben in besetzten Häusern gearbeitet, also hatten ein besetztes Haus begleitet und das in die zur Legalisierung gebracht oder ein Stück begleitet dorthin. War eine andere Wohnform, eine andere Beschäftigung mit sozialer Arbeit, aber auch das war ja eine Möglichkeit, wo Jugendliche wohnen konnten, auch länger wohnen konnten. Und aus dieser Idee heraus, mit Jugendlichen zu arbeiten, die keine Wohnung haben oder die nicht mehr zu Hause wohnen können, entstand das Jugendwohnprojekt. Also dass wir gesagt haben, okay, für uns als Verein ist es wichtig, Wohnungen anzumieten und die längerfristig Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. Das ist so der Schwerpunkt eigentlich. Ist es, Jugendlichen eine Wohnung zu geben, Jugendlichen eine Betreuung an die Hand zu geben, oder ist es so Starthilfe ins Leben? Ich würde jetzt sagen, fast alles, was du gesagt hast. In erster Linie eigentlich so ein Stück weit selbstständig zu werden und das ein bisschen zu begleiten. Da gibt es auch große Unterschiede. Ja, manche, die machen es, die schaffen es gerade so, irgendwie hinzukommen, und andere schaffen das sehr gut. Und weiße Person mit Dreads, immer ein bisschen sketch, ne? Ja, ist auf jeden Fall eine Diskussion. Ja. Die, denen reicht das vollkommen aus, wenn sie 2 oder 3 Mal in der Woche einen Kontakt zu uns haben. Oder die Gruppe und die Gemeinschaft hier haben. Das ist auch ein wichtiger Faktor hier des Projektes, ganz, ganz wesentlich die Gemeinschaft, die hier da ist. Die Gemeinschaft des Jugendhauses hat diese 3 über die Feiertage gerettet. Wohnen die da auch? Oder haben die da ein Office? Das habe ich gerade nicht ganz gecheckt. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber ich glaube nicht, dass sie da wohnen. Ich glaube, das ist schon, aber schon so wie ich es jetzt verstehe, oder? Ist das jetzt eigenständiges Haus von denen, ja, klar. Aber die kommen da schon regelmäßig vorbei. Vielleicht gibt es ja auch so ein Büro. Ja, die werden oder, safe ja. In der Nähe irgendwo sein. Ja. Weihnachten in den Herkunftsfamilien bedeutet für sie Gold. Streit, Einsamkeit oder die falschen Geschichten. Ich habe ja persönlich das Konzept Schokofondue nie so richtig verstanden. Vielleicht bin das auch nur ich. Schokofondue ist schon sehr geil. Ja. Käsefondue ist mir manchmal, je nach Machart, ein bisschen zu alkoholisch tatsächlich. Das war, als ich da war ich noch jünger, das erste Mal Käsefondue. Und das war schon, da war schon ordentlich was drin. Und ich habe es nicht erwartet, weil für meinen Kopf hat Alkohol da nichts drin verloren. Ja. Ich will einfach nur flüssigen Käse haben, oder? Aber, ja. Aber Fondue schon nice eigentlich. Aber kann man ja auch, also ohne Alkohol tatsächlich machen. Geschenke wie bei Lisa, die bei ihrer Mutter zu Besuch war. Aus Frust wird jetzt alles, was an Weihnachten erinnert, zertrümmert. Ich habe hauptsächlich nur so Sachen zum, also Hygieneprodukte und sowas bekommen, und ich habe ein paar Socken bekommen und ich habe auch ein bisschen Süßkram bekommen, und deswegen, ich habe, das Problem ist, ich will eigentlich keinen Süßkram schenken, und das sage ich eigentlich auch schon sehr lange, weil ich halt mit einer Essstörung zu kämpfen habe und das halt sehr viel mit triggert, und meine Familie respektiert das nicht wirklich und dann, wenn ich halt für mich alleine bin, dann breche ich halt meistens zusammen. Danke. Ist halt immer noch mehr als das, aber es ist halt, es tut mehr weh als andere. Ja, geil, wie sie dann den Schoko-Nikolaus da zerschmettert hat, ja. Als Zeichen, Digga. Wahrscheinlich was viele Betroffene kennen von ja, also so eins der wirklich verletzendsten Sachen, die sein kann, ist, wenn du einfach nicht ernst genommen wirst in deinem Leiden so, und wenn du dann als wenn du mit einer Essstörung zu kämpfen hast, und dir wird Schokolade geschenkt und du hast das wirklich, also es ist ja
Das ist nicht zum ersten Mal gesagt. Auch nee, und Essstörung ist auch eine krasse psychische Erkrankung in dem Fall. Also es ist kein leichtes Thema. Mit extrem, also auch lebensgefährlich, auch mit extremen Auswirkungen auf die physische Gesundheit auch. Auf das ist auf verschiedensten Ebenen eine krass belastend. Da braucht man wirklich jede Unterstützung. Und vor allem Verständnis, ne? Also das ist damit tatsächlich nicht getan. Justin war am Heiligen Abend bei Kumpels und kurz bei seinem Vater, um Geschenke abzugeben. Er erzählt mir, dass es ihn verletzt habe, dass er selbst nur 2 Geschenke zurückbekam. Ich selber habe für 10 Personen Weihnachtsgeschenke über Wert von 30 Euro geholt, also insgesamt 300 Tacken dort investiert. Ich habe da einiges gelernt, dass ich das... Können wir mal über Essstörung reden? Können wir gerne machen. Ich würde tatsächlich dafür... Da bräuchten wir aber einen Profi, glaube ich, für... eine Expertin einladen. Mhm. Aber haben wir tatsächlich auch da. Und dieses Thema haben wir auch schon mal gemacht. Wir haben heute tatsächlich darüber gesprochen. Wir haben so ein paar Themen, die würde ich immer gerne mit ExpertInnen oder Betroffenen beleuchten. Auch sowas wie Essstörung. Es gibt auch ein paar psychische, klinisch relevante Erkrankungen oder Störungen, die ich als Psychologe einordnen kann, aber die viel interessanter sind, wenn du noch klinisches Personal oder so dazu holst oder Personen, die sich darauf spezifiziert haben. Zum Beispiel kann ich jetzt auch nicht so viel über Borderline-Persönlichkeitsstörungen berichten oder aufklären, weil das häufig eine sehr spezifische Behandlungsstruktur auch ist und ganze Stationen darauf ausgerichtet sind und sich professionalisiert haben. Das heißt, wir versuchen immer möglichst breit Dinge anzuschneiden und anzusprechen, aber wenn es darum geht, spezifische Themen nochmal aufzumachen, dann versuchen wir da möglichst immer betroffenen Sicht oder halt auch ExpertInnen mit einzuladen. Die nächstes Jahr nicht mehr machen werden. Naja, kann man ja jetzt nicht so aufrechnen. Ich habe so viel ausgegeben und kriege so viel zurück, aber 10 Leute beschenken und irgendwie 2 Geschenke zurückkriegen, das ist schon keine gute Bilanz. Naja, 2 fehlen noch, wo ich das nicht abgegeben habe. Das ist ja halt Zwickau Berliner. Auf jeden Fall ist für mich Weihnachten hier. Ich scheiße eigentlich auf die Geschenke. Ich brauche das eigentlich nicht. Ja, aber es ist schon auch ein... Also, natürlich soll man nicht aufrechnen, das stimmt schon. Ich finde, das gilt aber auch in einem gewissen Rahmen. Also 2 zu 10 bei den Menschen, die auch eigentlich an dich denken sollten und ihre Gratitude irgendwie, ihre Gefühle dir gegenüber auch mit einem Geschenk vielleicht auch einfach zeigen, ist ja auch was Schönes, was zu schenken. Wenn es dann nicht passiert, dann kann es schon auf jeden Fall eine Message senden, eine Nachricht senden. 2 fehlen heute. Metin, der bei seiner Schwester... Ich sehe gerade im Kapitel in Suchtklinik und über Suizidgedanken. Also jetzt wird es wahrscheinlich ein heftigeres Kapitel. Feierte jetzt und Video. Leon, der die Feiertage in einer Suchtklinik verbrachte. Dort besuche ich ihn. Wie war Weihnachten? Sehr einsam. Meine Fastfreundin, sagen wir mal so, hat mich besucht. Sie war da und sie war auch am Samstag da. Ja, aber ansonsten war Weihnachten wirklich scheiße. Dieses Jahr auf jeden Fall. Meine Fastfreundin. Ist kompliziert. Das ist kompliziert. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Ja, das ist auch offensichtlich scheiße, wenn man in der Klinik Weihnachten verbringt. Ja. Tatsächlich aber häufig auch, weil man das so mal miterlebt hat, in einem Arbeitskontext, in einem Krankenhaus oder in der Klinik gewesen zu sein an so Feiertagen, kann das auch was Schönes haben. Ne? Also, dass sich die Personen, die dort vor Ort irgendwie sind, auch gegenseitig irgendwie so Halt geben oder auch das schön gestalten, aber prinzipiell... Grundsätzlich, wenn man es vermeiden kann. Erstmal Kacke. Hat sich jemand von deiner Familie gemeldet? Mein Bruder hat mich angerufen, ja. Ja, aber nur mein Bruder. Und der hat mir dann alles Gute zu Weihnachten gewünscht, also ein frohes Fest. Der wusste aber auch nicht, dass ich hier bin. Also, in die Klinik hatte er sich eingewiesen, quasi als selbstgewählten Schutzraum, erzählt mir Leon. Er hatte Angst vor Rückfällen und vor erneuten Selbstmordgedanken. Ich habe es öfters versucht. Die Selbstreflexion an der Stelle. Goaded. Voll. Gerade als Mann finde ich sehr, sehr starkes Vorbild. Auch hier würde ich lieber von Suizid sprechen. Wir hatten das letztens als Thema auch bei uns in einem Video, weil das Thema mal, haben wir es anders benannt, glaube ich mal. Aber egal. Finde ich ein krasses Vorbild. Dass man sich selber einweist, ist ein Step auf jeden Fall. Voll.
Ich war deswegen auch alleine dieses Jahr 3-4 Mal im Krankenhaus. Du hast es versucht. Ja, genau. Wie? Ich bin ein paar. Keine gute Doku. Ich gehe mal kurz rüber. Sollten, wenn Sie solche Themen auch mit Triggerwarnung ansprechen. Hätte ich nicht erwartet, weil es ist eigentlich öffentlich-rechtlich. Sollten die wissen, wie sie das machen sollen. Also überspringen wieder den Zeitpunkt, wo es über Suizid geht, weil die Doku nicht so richtig gut damit umgeht. Das ja, weil sie konkret fragen, wie. Ja. Digga, können wir mal, vielleicht müssen wir so eine Kurse mal anbieten für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das gibt, da gibt es sogar Gesetze für. Mittlerweile haben die, glaube ich, auch müssen die auch da Richtlinien verhaben. Also für euch, falls ihr mir sowas macht. Da gibt es auch juristische Richtlinien, also Good Practices im Journalismus und sowas. Ja, ist ein Kodex, aber es ist keine rechtlich bindende. Nee, aber es ist so, ja. Eigentlich hätte man sich da auch dran halten können. Ich allein schon, also mal unabhängig davon, dass was wir jetzt hier sagen, dass das ja auch andere Leute jetzt wieder auf die Gedanken bringen könnte. Ihm gegenüber ist das auch so ein bisschen scheiße, oder? So, hat er sich selbst eingewiesen und der Kollege sagt, erzähl mal ganz genau, wann und wie und warum du das gemacht hast und könntest du das vielleicht nochmal zeigen auch? Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das ist ja wirklich ein bisschen unsensibel. Wochen will Leon in der Klinik bleiben, sagt so. Er mir beim Abschied. Und danke, dass du da warst, ne? Mach's gut. Leon hat eine polytoxische Abhängigkeit, Alkohol und illegale Drogen. Mit dieser Kombi die Feiertage zu überstehen. Alkohol und illegale Drogen. Okay, das ist ja sehr spezifisch. Das hatte er sich nicht zugetraut. Nur wenige Tage später, Silvester ist gerade vorbei, treffe ich die Jugendlichen wieder. Überraschenderweise ist auch Leon dabei. Wollte er nicht noch 2 Wochen in der Klinik bleiben? Na, ich bin dann raus, ein paar Tage später. Habe mich dann dazu entschieden, dann die Klinik halt zu verlassen. Natürlich habe ich vorher noch mit, also unter anderem mit den beiden noch telefoniert und geredet. Ja, und habe dann trotzdem, also habe dann am Ende den Schluss, also die Entscheidung getroffen, dann zu gehen. Ja. Das heißt, du bist vorzeitig? Vorzeitig bin ich raus, ja. Aber ich bin immer noch clean. Werde ich auch bleiben. King. Clean will er also bleiben. Im neuen Jahr muss Leon viel Liegengebliebenes aufholen. Eine Langzeittherapie zum Beispiel. Ist bloß eine schwierige Umstellung, weil man jetzt irgendwie schon wieder das ganze letzte Jahr fast irgendwie nur auf dieser fickte Schiene gefahren ist, sage ich mal. Darf ich das so sagen? Ach, das ist ganz andere Sachen schon gesagt in der Doku. Also, daran werden wir uns nicht stören. So teilweise ignorant zu vielen Menschen, kaum Interesse gezeigt und jetzt irgendwie wieder alles so aufzuholen, ist auch manchmal ein bisschen viel für mich, muss ich auch sagen. Also auch so teilweise also auch Gefühle zuzulassen, die man eigentlich verdrängt hat. Und Ziele für das neue Jahr? Clean bleiben. Und ja. Genau, eine Therapie abschließen und dann auch, ich denke, Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr dann auch meine eigene Wohnung dann noch beziehen. Also, ja, genau. King, Alter, richtig geile Pläne. Ja, ist halt so die Frage, wie realistisch das dann auch in der Umsetzung ist. Also auch so dieses Zeichen, dass er sich frühzeitig selbst entlassen hat, ist halt auch, wenn du suchtabhängig bist, ein gutes, sag ich mal. Aber ich will das gar nicht judgen, ich weiß auch den Verlauf nicht und so weiter, aber das ist unglaublich schwierig in solchen Störungen. Oder Abhängigkeiten gut therapeutisch zu arbeiten. Und dafür brauchst du halt eigentlich so Commitment auch, aber es, ja. Was sie mit ihrem Abi macht. Außerdem baut sie Schulden beim Jobcenter ab. Schulden, die sie von ihrer Mutter übernommen hatte. Also was auch belastend. Scheiße, ne? Holy shit. Ich trete dieses Erbe nicht an. Das weiß sie halt auch an vielen Stellen nicht, ne? Oder auch so. Vor allen Dingen, das kennt man ja aus vielen Historien, dass Kinder Verantwortung für ihre Eltern übernehmen und sowas auch sehr, sehr schambehaftet ist. Das heißt auch so Strukturen wie, man tritt Teil des BAföGs ab, man tritt Teil des BürgerInnengelds ab, man unterstützt solche Strukturen, man übernimmt auch Verschuldungsstrukturen der Eltern. Es ist unglaublich schwierig, sich von Eltern, die ihrer Rolle nicht gerecht werden können, irgendwie gut abzugrenzen und nicht selber quasi dann noch längerfristig da irgendwie dem zu verfallen oder zu leiden, Schulden von Eltern übernehmen zu müssen, ist absolut belastend in so vielen Richtungen. Ja, also es, man weiß auch gar, also es ist auch, man hat auch nichts gemacht, muss die Scheiße jetzt ausbaden, so. Ja, Shion, es kann alles möglich sein. Ich wollte es gar nicht so werten.
glaube ich. Ich möchte gerne anfangen, irgendwie entweder eine Ausbildung und Studium und da mich halt. Der White Balance an der Stelle auch. Wollte auch gerade sagen, es wurde da von Phil da gerade übergelegt. Ja. So stabil wie möglich reinzufinden und da mich auch irgendwie dran zu wagen mit Therapie und so. Also ich mache schon Therapie, aber dass es weitergeht, dass ich stabil genug bin, um dann eine Ausbildung und ein Studium anzufangen, dass dann alles irgendwann in so einen Normalmodus kommt. Weil jetzt ist gerade halt noch, ja, da kommt das und dann kommt das und das kommt das auf. Und das ist ganz gut, dass wir halt hier sind, weil wenn du so alleine darauf sitzt, so, oh ja, toll und Vollstreckung und ja, flippig würde ich alleine wahrscheinlich erstmal ausflippen. Deswegen bin ich ganz froh, dass da noch ein paar andere Leute da sind. 2022 wird ein gutes Jahr, oder nicht? Nur die Besten. Justin hatte Silvester in den Leipziger Öffis gefeiert. Thomas! Wenn ein neues Jahr kommt, dann sind das neue Hoffnungen, neue Ziele, die ich hoffentlich erreichen kann. Ja, dass ich zum Beispiel meine eigene Wohnung jetzt wieder, was heißt denn wieder, dass ich mal meine erste eigene Wohnung kriege und dass es auch mit dem Muskelaufbau klappt. Und dass ich nicht mehr in der finanziellen Notlage komme und dass ich gute Freunde und Bekannte kriege und einfach wieder eine wunderbare Zeit erlebe. Mhm. 10 Wochen später, Justins Wünsche scheinen in Erfüllung zu gehen. Er hat eine Wohnung gefunden. Hi! Na? Tag geschafft? Ja, alles. Na dann. Ich habe gehört, du hast den Mietvertrag abgeschickt. Ja, habe ich. Okay. Hier im Erdgeschoss des Jugendwohnhauses haben Heike, Susanne und die anderen ihre Büros. Heike ist Justins Betreuerin. Justin macht derzeit eine Ausbildung zum Sozialassistenten, muss dabei ein Praktikum absolvieren und hat täglich lange Fahrwege zu bewältigen. Und dann noch der Umzug. Zeitlich wird das eng, versucht Heike ihm zu erklären. Doch Justin wiegelt ab. Meint, er schaffe alles. Es wird schon alles klappen. Ja. Ja, total. Na gut, alles dann gehen wir mal zur Betriebskostenabrechnung. Ja, dann. Ja? Heute sehe ich auch ihn wieder, Metin. Metin, der bei 3 verschiedenen Pflegefamilien und in 3 verschiedenen... Das ist tatsächlich aber das, was ich will, das auch... Ich will das gar nicht unterstellen. Aber was ich so ein bisschen gerade so mitbekommen habe, ist, also ihm ist das so ein bisschen unangenehm, vor der Kamera jetzt dieses Feedback zu bekommen, dass da sein Plan, den er sich ausgedacht hat, ein bisschen unrealistisch ist, quasi so zeittechnisch. Aber was tatsächlich, was ich am Anfang der Doku auch mal erklärt habe, ist so diese Spanne zwischen eigentlich kriege ich es nicht alleine hin, struggle hard und scheitere. Und das sind ja gerade die jungen Menschen, die dort wohnen, sind häufig schon gescheitert oder haben tatsächlich von Anfang an durch Familien keine gute Grundstruktur mitbekommen. Und das führt auch dazu, dass sie mit vielen, in Anführungsstrichen, normalen oder auch uns belastenden Situationen nochmal anders umgehen können oder nicht umgehen können. Das heißt, sowas wie ein Umzug oder allgemeine Arbeitsausbildungsstrukturen am allgemeinen Leben teilzuhaben, bringt die häufig nochmal vor Herausforderungen. Und gleichzeitig ist das Auftreten und das Selbstverständnis von denen an vielen Stellen so, ich kann das aber, ich möchte das aber können. Ich möchte normal, in Anführungsstrichen, sein. Ich möchte nicht auf diese sozialen Strukturen angewiesen sein. Ich möchte ein normales Leben leben, ich möchte eine neue Ausbildung machen. Ich kann das auch und es gehört auch zu meinem Selbstverständnis, einfach das zu können. So. Und das führt manchmal dazu, dass es auch denen unglaublich schwerfällt, Hilfe dann anzunehmen oder auch sich einzugestehen, dass sie an gewissen strukturellen Prozessen Unterstützung brauchen. Sowas wie, hey, ich möchte umziehen, was gehört eigentlich dazu? Ich muss das und das noch anmelden, hier und dort und was auch immer. Ja, ich schaff's schon, das mache ich schon. Ich will das gar nicht unterstellen. Das kann total sein, dass in dem Fall der das auch alles drauf hat. Aber in genau dieser Spanne von 18 bis, weiß nicht, 25 in solchen Lebensentwürfen ist das ein Riesenproblem, dass man den Leuten das nicht ansieht, dass denen im ersten Auftreten das auch nicht anzumerken ist, dass sie eigentlich Unterstützung brauchen in verschiedenen Prozessen. Und und das führt so ein bisschen dazu, dass sie auch nicht so, also dass sie dann auch scheitern. Ich finde, und das ist ja noch nicht mal was
spezifisch, also das natürlich für die spielen die jetzt nochmal auf Hard Mode, wenn die da eh schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Aber ich finde, zwischen, wie gesagt, 18, 17 und 25 macht man so viele erste Erfahrungen, wo man eigentlich immer Hilfe braucht. Auch, ja, auch ja. jemand, der nicht diese Erfahrungen machen und wo musste. Andere auch jemand, der mehr oder weniger privilegiert aufgewachsen ist, bekommt dann halt die Unterstützung von den Eltern beim Mietvertrag unterschreiben, beim Umziehen, beim Job finden oder Ausbildung machen und das alles unter einen Hut bringen. Ist ganz wichtig, dass man da die Unterstützung von seinem Umfeld erfährt. Heißt, es ist noch nicht mal was, wo die spezifisch irgendwie zu doof sind oder irgendwie nicht fähig genug sind, das zu machen. Das ist eigentlich eine ganz normale Erfahrung. Aber dadurch, dass die kein System haben, was sie auf natürliche Art und Weise unterstützt, sondern so explizit ein Hilfesystem bekommen, ist halt diese Abneigung im Zweifel nochmal da, wo man sagt, nee, ich pack das. Und dann zu sagen, hey, glaube ich dir, lass einfach das erste Mal zusammen machen, dann siehst du, dass du es packst. Ja. Und bei der nächsten Mietwohnung, die du dann holst, da kannst du es dann alleine machen oder sowas. Ja, aber das musst du halt erstmal rüberbringen. Auch, ich meine, Teenager sind jetzt auch nicht unbedingt die einfachsten, grundsätzlich auch. Ne? Die in einem Kinderheim groß wurde. Als ich ihn kennenlernte, hatte er bei einer Baufirma gearbeitet. Dort fühlte er sich als Ungelernter ausgenutzt und hat gekündigt. Nun ist er arbeitslos. Innerhalb des Jugendhauses ist Metin umgezogen. Von einer Einzelwohnung in eine WG. Ist das ein Rückschritt auf dem Weg zur Verselbstständigung? Nein. Gerade dadurch, dass ich halt immer im Umfeld von sehr vielen Menschen aufgewachsen bin, gehe ich halt im Umfeld von vielen Menschen auch eher auf. Ich merke das selber für mich. Wenn ich alleine bin, dann spornt mich nichts an. Das heißt, aufgewachsen bist du, da meinst du die Zeiten im Kinderheim? Genau, ja. Und auch in meinen Pflegefamilien. Waren ja immer andere Kinder da, waren immer viele Leute da. Man kam immer mit vielen Leuten in Kontakt. Aber Heike kennt ihn ja bestimmt auch schon besser und kann es eventuell echt am besten einschätzen. Ja, klar. Also das ist jetzt alles nur Mutmaßen. Theoretische Gefahren, die bei sowas passieren können. Aber das sage ich jetzt nicht über den spezifischen Fall von ihm aus. Ja. Und das hat mir tatsächlich gefehlt. Wie du vor uns gesagt hast, ob das jetzt ein Rückschritt wäre im Thema Verselbstständigung. Es war ja so, dass ich dann für mich selber nie was gemacht habe. Also ich war für mich zum Beispiel sinnfrei, für mich, mich alleine hinzustellen und 3 Stunden lang was Leckeres zu kochen. Ist halt die Frage, ob das Verselbstständigung ist. Für mich war es das nicht. Erster Aufgang, zweite Treppe. Hier wohnt Leon. Blass sitzt er auf seiner Couch. Hier wohnst du, ja? Ja, genau. Ja, genau, hinten ist meine Trainingsecke. Ist auch ein bisschen alles Heute darf ich zum ersten Mal in seiner Wohnung drehen. Nur kurz, weil ihm die Unordnung peinlich ist. Warum er so bleich ist, dafür gibt es leider einen ziemlich blöden Grund. Dann hatte ich einen Rückfall gehabt. Vor, ich glaube, 3 Wochen oder so. Ja, genau, da hatte ich Streit mit meiner Freundin. Oder wie man das halt nennt, genau. Und dann habe ich dann getrunken, genau. Mhm. Ja, also ich habe alles Mögliche getrunken. Also sehr viel. Also das war selbst. Ja, ich habe mich auch 3-4 Mal übergeben oder so an dem Abend. Es war ziemlich scheiße. Der ganze Abend war einfach scheiße. Also eigentlich war er gut, weil ich warte meinen Kopf einfach aus. Und was sagen die Betreuer zurück? Krasse Beurteilung von dem Abend. Ja, war scheiße. Aber eigentlich war es nicht scheiße, weil ich hatte meinen Kopf frei. Was aus, ja. So, das ist so ein richtiger. Also, wie gesagt, ich arbeite nicht mit solchen Menschen, aber das klingt für mich nach so einem typischen Suchttalk. Weißt du, wo du dann sagst, ja, es war halt geil. Aber auf dem anderen Level ist dann wieder scheiße. So, aber es gibt schon einen Grund, warum ich es gemacht habe. Rückfällen, ist das okay? Ich glaube, erstmal ist Rückfall normal. Also so in diesen Situationen, wo Jugendliche bei uns sind, ist es nicht so eine Bewegung, der Jugendliche geht seinen Weg, sondern diese, ich mache mal nicht so, sondern vielleicht diese Bewegung ist sozusagen tagtägliche Arbeit. Sodass wir in dem Fall gar nicht von Rückfall reden. Und vielleicht so ein schönes Beispiel zu Rückfall ist, also auch jeder hat die Chance, der hochkantig herausfliegt, auch wieder einzuziehen. Also auch das ist möglich und zeigt ja, wie wir vielleicht mit Rückfällen, wie du sagst, umgehen. Dieser tolerante Umgang mit dem suchtkranken Leon gefällt mir. Statt zu strafen, wird Hilfe angeboten. So auch beim Ausfüllen des Therapieantrages. Diesen Behördenkram zu erledigen, das hat Wochen in Anspruch genommen. Jetzt ist der Antrag fertig. Leon zeigt ihn mir stolz. An die deutsche Rentenversicherung. Mitteldeutschland, ja, genau. Ich finde es ja wirklich, also
Ich habe ja schon viele von solchen Anträgen auch mal gesehen und weiß, wie man die schreiben muss. Ich finde es ja immer suspekt, dass man, wer weiß, wie es Menschen geht, die bedürftig sind, gewisse Anträge auszufüllen. Und dass diese Anträge in keinster Weise dem entsprechen, was man sich dann normalerweise dann darunter vorstellen würde. Ich stell mir die Arbeit in diesen Behörden auch so krass frustrierend vor, dass da, du wartest auf 35 Anträge, dann ist der wieder falsch ausgefüllt, da fehlt wieder was auch immer, da kommt was doppelt, da hat schon wieder jemand die Frage zum dritten Mal nicht gerafft und sowas. Auch so zum Beispiel bei auch Behörden von Leuten, die geflüchtet sind. Hm. Also Bücher an deutschen Sachen, die du da ausfüllen musst, die Leute sind hierher geflüchtet, kriegen das kaum auf der Reihe, irgendwas auch immer. Das muss doch krass, auch das ist doch einfach für alle Involvierten alle scheiße. Nicht geil. Ja. Und es liegt nur daran, dass das System noch so auf so alten Schienen fährt. Das ist echt krass. Der Typ ist suchtkrank. 3 Wochen braucht er, um das Ding auszufüllen. Er legt selbstverletzendes Verhalten an den Tag. Jetzt muss er sich über die deutsche Rentenversicherung gedanken. Stark suizidgefährdend. Ja, what the fuck, Digga. Genau, das ist meine Schrift. Hoffentlich kann er das lesen. Das ist, ich habe halt ein bisschen mehr geschrieben. Auf der anderen Seite ist auch noch ein bisschen was. Ja. Alles klar. Gut, vielen Dank. Jo, kein Problem. Ich muss mich bedanken. In Deutschland gibt es mindestens 40.000 Minderjährige und junge Erwachsene, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder bereits auf der Straße sitzen. Was? Tatsächlich, wir haben ja viele Kontakte unter anderem auch zu, wie heißen die nochmal, die Berliner Offroad-Kids. Die arbeiten tagtäglich auch, können wir auch mal zeigen, was die so machen, mit diesem Thema zusammen. Und die haben tatsächlich sehr spannende Erfahrungen mit uns gemacht, weil die sagen, die arbeiten jetzt auch so ein bisschen mit einem digitalen Zugang, ne, dass sie auch Kontakt herstellen können, weil das größte Problem ist, ist tatsächlich Kinder und Jugendliche in den Kontakt zu treten oder treten zu können und den zu halten. Und die meinen, die arbeiten teilweise Jahre daran, dass sie überhaupt zu einem Punkt kommen, wo sich die betroffenen Personen bei denen aktiv melden und die in einem Austausch sind. Und wir haben tatsächlich auch sehr häufig bei uns in der Beratung obdachlose junge Menschen. Mhm. Und für die war das total krass, dass sie gesagt haben, wie schafft ihr das denn? Wir arbeiten hier seit Jahren dran, irgendwie eine Beziehung aufzubauen und die schreiben euch einfach so im Telefon so, hey, das ist voll der krasse Zugang und für uns auch irgendwie eine spannende Überschneidung, wo wir auch für genau solche Prozesse zusammenarbeiten und jungen Menschen, die auf der Straße sind, auch regelmäßig einfach dabei unterstützen und helfen wollen, wieder Fuß zu fassen. Mhm. Also die erste Anlaufstelle wieder zu finden. Fehlt sind Kleinstwohnungen. Die Jugendlichen, die oft auch traumatisiert sind, Rückzugsräume bieten. Und genau hier setzt das Leipziger Jugendwohnhaus an. 20 Wohnungen von der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft LWB, dem Verein Südpol, zur Verfügung gestellt, bilden das Jugendwohnhaus. Der Bedarf allein in Leipzig ist aber viel höher. Guntram, der Leiter dieses Hauses, sagte mir, man könne locker 4 solche Häuser hier in Leipzig betreiben. Na, mindestens, oder? Die Zeit hier ist auf 2 Jahre begrenzt. Justin wird ausziehen in seine erste wirklich eigene Wohnung. Die hatte Lisa für ihn gefunden. Ein Glücksfall. In Leipzig beträgt die Leerstandsquote inzwischen nur noch 2,7%. Das heißt, der Wohnungsmarkt ist wie leer gefegt. Für die jungen Leute hier ohne Einkommen und ohne Unterstützung durch Eltern oder Familie grenzt es schon an ein Wunder, überhaupt eine Wohnung zu finden. Das ist eine schöne Zweiraumwohnung, 400 Euro. Können wir dazu nochmal ein Video machen? Weil das fände ich tatsächlich spannend. Wohnung. Suche, Zukunftsängste, junge Menschen, mentale Gesundheit. Also, was das für ein Struggle ist und wie teuer es ist, als junger Mensch irgendwie oder generell als Mensch in Großstädten irgendwie zu wohnen und was das irgendwie auch mit der mentalen Gesundheit machen kann. Oh, Warmmieter. Nähe Plagwitz, da wo ich früher gewohnt habe. Was will man mehr? Ja? Fühlst du dich denn fit zum Alleinewohnen? Ich?
Also wenn ich schon hier alleine gewohnt habe, denke ich mal, ja, fühle ich mich. Kurz nach Ostern sehe ich Lisa wieder. Lisa, die Kümmerin. Sie hatte für Justin die Wohnung im Netz gefunden und wenig später Leon geholfen. Ihn hat sie vor einem weiteren Rückfall bewahrt. Vorgestern war das wieder so weit, wo ich einfach schon wieder so alles einfach hinschmeißen wollte und dann mich besaufen wollte. Also ich saß dann in meiner Wohnung und einfach komplett Chaos im Kopf. Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Ich konnte nicht ruhig denken, ich konnte gar nicht irgendwie Zusammenhänge erkennen oder was weiß ich, weil einfach alles irgendwie auf mich eingeschlagen hat, innerlich so. Genau. Hat der Depressionen schon, ne? Also, oder wollte noch nicht, also das klingt halt sehr, sehr stark irgendwie danach, aber. Naja, er hat halt noch keine, wahrscheinlich noch keine offizielle Diagnose, weil er ja noch keine Therapie bekommen hat. Aber er soll ja eine Langzeittherapie weitermachen, weil so. Wurde vorhin gesagt. Okay. Das ist ja logischerweise der erste Ausweg, scheiße, ich muss laufen, ja. Habe ich aber nicht gemacht, ja. Da kannst du stolz auf dich sein. Das ist gut. Übrigens, klassische psychische Behandlungsgrundlage bei Männern ist halt so, sind so Suchterkrankungen. Auch einfach als Kompensation. Ne? Also da wird eher zur Betäubung gegriffen und zur Ablenkung dadurch, als sich dann anderweitig mit der Thematik auseinanderzusetzen. Auch historisch, weil man es häufig nicht gelernt hat oder weil die Gesellschaft es auch nicht zulässt. Deswegen fand ich es auch so strong von ihm, dass er sich selber eingewiesen hat in der Klinik. Ja, aber ist die am weitesten verbreiteste Diagnose bei Männern. Darf ich aufmachen, dann darfst du essen. Was für ein Ei. Dann knacken sie ein Schoko-Osterei. Das heißt, sie versuchen es. Ist ja bald soweit, ne? Das Ei hatte Leon geschenkt bekommen. Crazy. Lisa will nichts davon essen. Sie macht jetzt viel Sport und eine Diät. Im Augenblick bewirbt sich Lisa auf Studien- und Ausbildungsplätze. Im Bewerbungsmarathon um ein Stipendium für ein Medizinstudium in Ungarn hat sie es bereits bis in die vorletzte Runde geschafft. Crazy. Und Leon? Er hat seinen Therapieantrag bewilligt bekommen und wartet nun auf einen freien Platz. Die Zeit drängt. Noch einen Rückfall oder eine neue Krise. Können wir uns das mal vor Augen halten? Dass der Typ in einem Zustand am Anfang schon begleitet wurde, in dem, also mehr therapiebedürftig kannst du eigentlich nicht sein. Also und der wartet trotzdem noch lange, bis er da tatsächlich an dem Punkt ist, wo er auch Unterstützung bekommt. Wo man einen Platz bekommt, dass es eine offene Frage ist, ob sein Antrag durchkommt. Ja, das ist ja schon eigentlich ein trauriges Zeichen. Also wo sind, also ja, es ist irgendwie, wo sind wir hier in Deutschland? Wo sind wir eigentlich? Was ist denn hier? Was ist denn hier los mit mir? Verkraftet er nicht, meint Leon. Er könne nicht darauf hoffen, dass Lisa wieder in der Nähe ist, wenn es ihm erneut schlecht geht. Geile Schuhe. Alter, neue Frisur. Crazy. 6 Wochen später treffe ich Leon, nun als Patienten einer großen Suchtklinik in Wermsdorf, wieder. Er wirkt wie ausgewechselt. Leon, der von Rückfall zu Rückfall und von einem Tief zum nächsten strauchelte, hat sich gefangen. Er sieht gut aus. Schneller als gehofft, konnte Leon seine Langzeittherapie beginnen. Ja, also ja, geht zur Therapie. Aber es ist so, es ist so, es ist so traurig, weil es offensichtlich gibt es eine Lösung für dieses Leiden, nämlich im ersten Fall immer Therapie. Und dass es auch einfach wirksam ist und Menschen total helfen kann. Und man da auch feststellt, ich weiß nicht genau, werden wir gleich sehen, was für wesensverändernde, also im positiven Sinne, Einflüsse Therapie haben kann. Beziehungsweise du wirst wieder resettet, sage ich mal. Im Vorfeld war das halt, ist die Depression halt wesensverändernd. Das bist halt nicht mehr du ab einem gewissen Krankheitsverlauf. Und das ist halt crazy. So, ich bekomme jetzt Medikamente tatsächlich. Gegen die Depression und Angststörungen und Panikattacken und sowas. Ich bin teilweise noch ein bisschen überfordert. Allen hilfst du ihn hoch, aber selbst bleibst du liegen. Ahoi.
Ahoi. Ahoi. Ahoi. Schön, dass du... Ahoi. Danke für den Prime Sub seit 3 Monaten, Hippo. Vielen, vielen Dank. Ja. Weil das ist doch ziemlich viel manchmal. Aber das ist nichts, was ich nicht hinbekomme. So. Also ich habe schon schlimmere Sachen gemeistert. Ja. Seht ihr, wie das sich verändert? In einfach Mimik, Gestik, einfach Spannung im Körper. Ja, ist wie ausgewechselt. Gelaufen wie ein Profi, Alter. Also wirklich. Das ist nicht derselbe, der auf der Couch saß. Nee. Einfach. Genau. Aber ich fühle mich hier gut und mir hilft das hier wirklich. Zu seinen Freunden aus dem Jugendwohnhaus hält er Kontakt. Anders als zu seiner Familie. Auf dem Handy viele Sprachnachrichten von Lisa und den anderen. Ist auch eigentlich ganz schön. Der Tag ist ja eigentlich auch ganz schön. Ist alles ganz schön. Naja. Ja. Okay. Genau. Ja, super. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall. Jetzt kommen sie alle. Nippen. In Wermsdorf wird Leon 6 Monate bleiben, wenn er durchhält. Danach möchte er seinen Hauptschulabschluss nachholen und eine Ausbildung beginnen, am liebsten als Kindergärtner. Alter, doch das wird wohl nichts, aufgrund seiner Vorstrafen. Das nicht. Im Juni meinte, das Führungszeugnis. Besuche ich die anderen aus dem Jugendwohnhaus ein letztes Mal. Zu Metin gab es einige Zeit keinen Kontakt, doch heute ist er zu einem kurzen Gespräch im Treppenhaus bereit. Er verbringt viel Zeit mit seiner Schwester, die auch hier wohnt, und kümmert sich um ihre Kinder. Laila, Seifu, macht mal bitte ein bisschen leiser. Nun hat er wieder einen Job in Aussicht. Und jetzt habe ich mir erstmal einen 450-Euro-Job gesucht in der Gastro. Und ich denke, das wird cool. Das Team ist cool und ich denke, wir kommen da gut miteinander klar. Das ist so das Highlight für mich tatsächlich. Genau, dass ich jetzt wieder nicht mehr so oft zu Hause rumsitze und einfach wieder was zu tun habe. Und Justin? Er hat seine erste wirklich eigene Wohnung und seinen ersten festen Freund. Kürzlich hat er sich geoutet. Das war nämlich sehr schwierig, wo ich das meinem Vater erzählt habe, dass ich schwul bin. Der hat es nämlich nicht durch mich herausgefunden, sondern meine Cousine hat es ihm erzählt. Mhm. Aber er hat es akzeptiert. Er akzeptiert mich so, wie ich bin. Aber dass ich einen Freund habe, weiß er noch nicht. Denke ich mal. Nicht, dass er mein... Ihr müsst jetzt deine Cousine fragen. Spätestens jetzt ist es raus. Let's go. Natürlich ein bisschen schade. Crazy, ich weiß nicht, ob es geplant war, dass seine Cousinen gesnitcht haben. Ja. Grundsätzlich wäre es natürlich geil, wenn er selber sich outen kann. Aber es war ein happy Middle-Ending. Crazy, was hier für Storytelling Digga, wirklich. Was passiert denn hier alles? Man schaut es geguckt hat. Das Leben im Jugendwohnhaus war für Justin eine echte Befreiung. Sieht auch voll wie die schöne Umgebung aus. Alter. Die Hausfassade gegenüber schaut nicht verkehrt aus. Befreiung aus du hast richtig viel geilen Altbau auch noch in Leipzig. Mhm. In ärmlichen Lebensverhältnissen und von den Moralvorstellungen seiner Familie. Cute. Lisa hatte den Zuschlag für das Medizinstudium in Ungarn bekommen und sich dann doch dagegen entschieden. Sie bleibt in Leipzig und beginnt eine Ausbildung an der Uni. Sie, die Kümmerin, kann sich ein Leben ohne die Leute aus ihrem Haus kaum noch vorstellen. Weil auch teuer, ne? Ist ja privat dann an der Stelle in Ungarn. Musst du viel bezahlen. Für ja, ich weiß, sie hat ja Unterstützung zugesagt bekommen. Ich weiß nicht, für wie viel Prozent das dann ausfüllt. Aber solange der nächste Schritt passiert, ist doch fein. Es muss ja kein Studium in Ungarn sein. Ist auch teilweise echt kritisch. Ich habe da schon viele Storys von gehört. Das ist so ein bisschen wie so die ganzen deutschen Studis mit so im Verhältnis ultra krassem Einkommen, kommen nach Ungarn, mieten alle geilen Wohnungen weg und leisten aber nichts so im Gefühl. So, arbeiten dafür ja nicht, sondern haben einfach dadurch, dass das Gehaltsniveau so viel geringer ist in Ungarn als in Deutschland. Die Kaufkraft ist krass. Viel, genau, drängen halt so innerhalb der Innenstadt auch die ganzen Einwohner in irgendwie so raus und sowas. Also sehr kritisch kann man das teilweise sehen. Ich glaube, sie wird da jetzt nicht reinfallen unter die reichen Kids, die nach Ungarn ziehen, um Medizin zu studieren, aber ja. Bestellen. Für mich ist es jetzt einfach auch wichtig zu helfen, wo ich kann und vor allem auch wachsen mir die Leute natürlich ans Herz und das Wichtigste ist einfach nur, dass wir uns gegenseitig haben und unterstützen. Lisa wird ihren Weg gehen, da bin ich ziemlich überzeugt von. Genauso wie Metin und Justin und auch Leon.
Die vier haben massive Probleme bis ins Erwachsenenalter. Durch eine verfuschte Kindheit, für die sie überhaupt nichts können. Das und wie ihnen geholfen wird im Jugendhaus Leipzig, das konnte ich über ein halbes Jahr lang beobachten und bin schwer beeindruckt. Gleichwohl ist der Bedarf an vergleichbaren Projekten hier in Leipzig viel höher. Man könne mindestens vier solcher Wohnhäuser betreiben, sagte mir Guntram, der Leiter dieses Projektes. Aber es ist gut zu wissen, dass es wenigstens dieses eine gibt. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst ein Abo da, wenn euch der Film gefallen hat. Ich finde es irgendwie süß, wie er so diese Zwischentakes immer macht. Weil es halt so ein bisschen so clunky wirkt. Aber irgendwie schreibt es mir doch in die Kommentare. Es ist, ich so ein bisschen auch, wie so ein Daddy, der jetzt YouTube macht, aber es ist irgendwie trotzdem cool. Guck mal, hier auch genau, das ist das, was ich meinte. Kein Erwachsener ist mit 18 wirklich in der Lage, sein Leben allein zu meistern. Jeder braucht Halt und Unterstützung, hauptsächlich die Familie. Wer diesen Rückhalt nicht hat, ist verloren. Das Jugendamt sollte bis 25 für junge Menschen zuständig sein, sie ab 18 allein zu lassen, ist verantwortungslos. Finde ich einen wichtigen, richtigen Lisa Punkt. Sogar. Hallöchen, Lisa hier. Ich bin sehr dankbar für die ganze Unterstützung und euer Feedback. Ich glaube, wir alle waren etwas unsicher, als wir uns entschieden haben, unsere Probleme so offen zu legen. Aber ich freue mich, wenn unsere Geschichten erzählt werden, in der Hoffnung, dass sich vielleicht etwas zum Besseren wendet. Ich hoffe, dass wir den Leuten, die sich mit unseren Geschichten identifizieren können, das Gefühl geben können, dass sie nicht alleine sind und dass es nie zu spät ist. Natürlich konnte ich jetzt auch nicht alles erzählt werden. Bitte gebt darauf Rücksicht. Ich wünsche allen, die sich die Zeit und Mühe gemacht haben, die Doku zu drehen und sich anzusehen, alles Gute. Hm. Ja, krass. Fand ich gar nicht schlecht. Ich finde ja so, also doch, ich fand manche Sachen schon kritisch in der Doku, wie die gedreht wurde. Ja. Also vielleicht besser mit Triggerwarnung umgehen und ich dachte, wir machen es öffentlich. Mit Triggerwarnung umgehen. Und nicht so explizit, aber das ja, ist vielleicht auch ein Lerneffekt dann irgendwann. Ja, das Thema an sich finde ich super spannend. Ich finde dieses Thema von, was machen eigentlich Personen im Sozialsystem zwischen 18 und 25? Wie können die eigentlich Unterstützung auch mehr bekommen? Ja. Welche Strukturen gibt es da? Da gibt es noch viel zu wenig Aufklärung für, habe ich das Gefühl. Weil ich habe das Gefühl, es gibt auch sehr, sehr viele Personen so in diesem Nun leben. Die sind vielleicht nicht, und das ist, finde ich, ähnlich wie mit Psychotherapie oder Annahme von therapeutischen Angeboten. Man hat immer das Gefühl, mir selber ist es ja nicht so schlimm, es geht immer schlimmer. So ein bisschen dieses Argument von, andere haben es schlimmer oder so. Und das ist gar nicht so. Ich finde, ich glaube, so entsteht auch diese Tendenz, dass viele Unterstützungsmaßnahmen gar nicht in Anspruch genommen werden oder auch Gelder gar nicht in Anspruch genommen werden. Mhm. Und man sollte viel häufiger einfach dazu in der Lage sein oder Dinge auch anerkennen, dass man auch Unterstützung bekommen kann, Hilfe bekommen kann, sowas annimmt. Ja. Ja. Das war das Video im Krisenmodus Erwachsenwerden im Jugendhaus von MDR Investigativ. Ich fand's, wir haben schon gesagt, ich fand's eigentlich ganz geil, ich fand die Geschichten geil. Hier und da hätte man mit selbstverletzendem Verhalten und Suizid und solchen Sachen besser umgehen können. Da haben wir drüber geskippt. Wer da noch Hilfe braucht, kann gerne auf unseren anderen Kanälen auch nochmal rumgucken für weitere Videos und Inhalte, die einen unterstützen. Wenn ihr unter 25 seid, könnt ihr auch jederzeit Krisenchat schreiben. Und wir geben euch dann im besten Fall selber Hilfe oder weitere Anlaufstellen. Hilfe-Kommand wird schon gespammt. Aber die Storys waren auf jeden Fall sehr nice. Ja, auch, dass die da so offen waren und sich über so einen langen Zeitraum haben begleiten lassen, ist es immer schwieriger auch in so einer Struktur, wenn man das Gefühl hat, okay, bei mir läuft es tatsächlich auch an vielen Stellen nicht. Und ich erzähle der Kamera vor 6 Monaten, wie geil meine Aussicht sein wird und dann trifft das zum Beispiel nicht ein. Es ist total schwierig, dann nochmal zu sagen, ich lasse mich trotzdem nochmal filmen. Ja. Also es ist ja auch, wenn man so struggelt an vielen Stellen, nicht einfach, das auch nach außen zu tragen und auch sehr schambehaftet an vielen Stellen. Ja. Deswegen finde ich großen Respekt an alle, die da irgendwie dann beteiligt waren und da so einen Einblick gegeben haben. Ja, siehst du.